So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Weil meine Küche ist nämlich auf dem Balkon, ne? Auch im Winter, wie man sieht. Es ist nämlich Dezember und ich habe in der letzten Folge, wenn ich es so hochlade, diese Fake-Soße getestet, wo einfach irgendein Unternehmer gesagt hat, ich kaufe mir die Crazy Bastard und klebe da mein Etikett vorne drauf und verkaufe die dann, fällt bestimmt nicht auf. Wusste ja keiner, dass der Ramses so schlau ist und alle Chili-Soßen kennt. Was aber gar nichts damit zu tun hat, denn wir haben eine Pizza heute gefunden, war nämlich schon wieder einkaufen und in letzter Zeit haben wir viel Pizza getestet, Pizza gesehen, da gab es auch Stuffed Crust. Stuffed Crust klingt ja immer gut. Die letzten Stuffed Crust Pizzen haben mich eigentlich alle positiv überrascht. Die letzte war Tex-Mex. Hier haben wir jetzt wieder mal von McKennedy American Way Pizza Stuffed Crust Calabrese Salami Style. Und die letzte war Tex-Mex. Habe ich gedacht, so, ich kenne ja nur die Rewe beste Wahl. Stuffed Crust, die ist gut mit Salami. Das ist nicht so pompös, ne? Und jetzt haben wir hier mal eine Salami Caprese Style. Was das genau ist, was das Caprese ausmacht, mit cremigen Käserand steht da drauf. Die wollen wir heute mal machen. Mit leckerem Käse im Rand gefüllt und herzhaft belegt mit Salami Calabrese Style, Zwiebel und schnittfesten Mozzarella. Jetzt sehe ich, dass ich die ganze Zeit falsch gesagt habe. Caprese, Calabrese, Calabrese Style. Gibt es übrigens im Lidl, ne? Wenn ihr mal im Lidl seid, Lidl lohnt sich, sagen die. Außer wenn ihr Weihnachtspullover kaufen wollt, denn die gibt es nur für Damen. Und nur in der Größe L und M. Nicht für Fettleibige. Oder die Fettleibigen waren schon da und haben sich die großen Größen gekauft. Und die dürren Weiber kaufen nicht bei Lidl ein. Keine Ahnung. Jetzt essen wir erstmal diese Calabrese, dass wir wieder schön fett werden. Ach so, jetzt hätte ich fast vergessen, ich muss die Pizza ja auch auspacken. Das heißt, wir machen mal hier den Karton auf. Ist halt nach dem Einkauf, bis man zu Hause war, ist das Ding halt schon wieder latschig gewesen. Pupsi hat das trotzdem jetzt irgendwie nochmal ins Gefrierfach gepackt. Warum? Ich wollte die doch machen. Jetzt dauert die wieder länger. Aber eigentlich habe ich ja gerade erst Nuggets gegessen. Das, wenn du immer so mehrere Projekte gleichzeitig hast und alles sich um Essen dreht, dann wirst du automatisch der Whale. Das ist jetzt die Pizza, nackig und gefroren, wie man die so kennt. Du siehst die Zwiebeln überall, du siehst den Käse, du siehst die Salami obendrauf. Da sind ein paar Eiskristalle, das ist sehr schön. Die kommt jetzt in den Ofen und dann kommt sie hoffentlich in uns und schmeckt richtig gut. Hoffe ich. Bitte, enttäusch mich nicht. So, die Pizza ist fertig. So sieht die dann aus, ne? Das ist ein Calabrese-Style. Mir kommt so vor, als wäre Calabrese eine bestimmte Fettsorte. Denn die riecht so richtig fettig und süßlich zugleich. Das hast du sonst nur irgendwie so buttrig, süßlich, zuckerlich. Keine Ahnung, muss das so sein? Ist Calabrese so eine besondere Salamisorte, dass sie eine Süße verinnerlicht, wie bei diesen Wario Luigi Pizzen? Wir können mal kurz das Thumbnail machen, bevor wir nochmal an dem Karton was lesen. Guck! Das ist das Thumbnail und vor allem nichts Karton. Wir lesen, ich habe nämlich mal gegoogelt. Calabrese bezeichnet kalabrisch in der italienischen Sprache. Jetzt wisst ihr Bescheid. Siehe Kalabrien. Calabrese, eigentlicher Name einer italienischen Rebsorte. Siehe Nero d'Avola. Calabrese Band, eine US-amerikanische Musikgruppe. Also ich glaube nicht, dass die Band auf meiner Pizza spielt, eine Rebsorte. Reb, hat das was mit Wein zu tun, Weintrauben, deshalb irgendwie der Komach, ich hab kein... Was ist Calabrese, sagt ihr es mir, schreibt es mal rein. Wir wollen auf jeden Fall diese komische Afterburner-Soße dann dazu auch mal probieren. Da ich jetzt momentan kein Tabasco habe, das Habanero-Tabasco ist letztens leer gegangen. Wir müssen jetzt aber erstmal die Salami probieren. Hier ist ein ganz kleines Stück Salami. Wir probieren die Salami einfach mal so. Ja, das Ding-Geschmack, boah. Vielleicht hat das wirklich was mit Rebsorten zu tun und mit Weintrauben und irgendwas, dass die Salami so einen komisch süßlichen Geschmack hat, gleichzeitig fettig ist. Das soll echt italienisch sein und brutal. Calabrese, Salami, ne. Ist auf jeden Fall nichts für mich. Ich mag eine würzige, leckere Salami, aber die so, die ist für mich abartig. Wir beißen mal vorne in die Spitze.
Ja, einen schönen tomatigen, eine tomatige Grundierung. Zwiebelstückchen, die leicht durchkommen, das passt, das schmeckt gut. Gucken wir mal in den Rand, weil das ist ja hier Käserand, was jetzt auch schon wieder fest und gummiartig ist. Der Käse im Käserand passt eigentlich, der ist sehr weich, der ist sehr mild. Du merkst, dass es Käse ist. Wenn du nur den Rand isst, ist das schon wieder zu trocken und zu stopfig. Du musst es alles insgesamt mal probieren. Wir beißen mal hier in das große Salami-Stück mit Rand, mit allem drum und dran. Es schmeckt so auf jeden Fall besser, weil die Salami alleine jetzt nicht mehr so süßlich wirkt. Der Käserand und der Käse und das Tomatige vermischen sich insgesamt. Wenn du das zusammen isst, ist das auf jeden Fall okay. Kommt für mich aber nicht an die Stuffed Crust Salami Pizza von Rewe Beste Wahl ran. Und irgendwie glaube ich, dass ich die Tex-Mex auch irgendwie besser fand, schon allein vom Käserand her. Wir machen uns jetzt trotzdem mal hier diese Afterburner Soße drauf, was ja auch aus Trinidad Scorpion bestehen soll und aus Clementine. Mal gucken, ob das dazu passt. So, haben ein Schiffchen gebaut. Ja, und ansonsten weiß ich nicht. Ist, glaube ich, alles gesagt. Gibt es, wie gesagt, im Lidl. War auch recht teuer. Aber würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Da würde ich lieber eine normale, ja, Edelsalami wieder mal kaufen. Weil, ja, Edelsalami ist für mich trotzdem eine der besten Salami-Pizzen, die es gibt. Ist günstig, gibt es im Dreierpack. Ohne Schnickschnack, ohne Süß drauf. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gesehen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Pizza Stuffed Crust, Calabrese, Salami-Style. Für mich zu süß. Käse dann zu stopfig. Insgesamt okay, aber gibt Besseres. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Dose passt auch absolut nicht dazu. Gönnt euch Tabasco. Tabasco auf Pizza geht immer, aber das. Gönnt euch das zu Nuggets.